Kommenden Samstag ist es wieder soweit. Tausende Islamisten werden auf Hamburgs Straßen laut nach einem Kalifat auf deutschem Boden schreien. Es ist wieder mal eine Demonstration in Hamburg angemeldet worden und wir sehen hier die Bilder von der letzten Demonstration aus Hamburg. Davor hat es schon eine in Essen gegeben, da wohl mit über 3000 Leuten. Ja, hier bei der letzten Demo waren ein bisschen über 1000 anwesend. Es werden aber jetzt auch wieder Tausende erwartet. Im Zuge des Ganzen werden auch viele, viele Saalveranstaltungen abgehalten mit hunderten Teilnehmern, kann ich nachher auch noch mal was zu sagen. Aber im Vorfeld möchte ich euch noch mal zeigen, was für Redebeiträge uns dort auf dieser neuen Demo erwarten werden. Und wir sagen es hier noch mal in aller Deutlichkeit heraus, so dass es auch die gesamte Welt hört. Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen! Was hat der gute Mann uns da jetzt alles Schönes gesagt? Also eindeutiger geht es doch nicht. Politik, Medien und wir alle sollten uns mit Bedacht überlegen, wie wir uns gegenüber den Muslimen verhalten, wie wir uns gegenüber den Muslimen äußern. Und wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir nur noch abzuwarten, bis der schlafende Riese erwacht ist und dann wird mit uns abgerechnet. Und wie diese sympathischen Vertreter der Religion des Friedens mit uns abrechnen werden, muss sich jetzt jeder selber denken. Und ja, was sagt denn die etablierte Politik zu dem Ganzen? Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Ja, liebe Freunde, der aufmerksame Zuschauer hat jetzt gesehen, dass hier November 2015 steht und jetzt wird der Aufschrei kommen. Wie kann er so alte Sachen herausholen? 2015, wir erinnern uns, das Schicksalsjahr unseres deutschen Landes oder eines der Schicksalsjahre unseres Landes. Zumindest denke ich, wird es so irgendwann mal in die Geschichte eingehen. Da, wo Mutter Merkel, wohlgemerkt CDU, Hammer Merkel, Tür und Tor geöffnet hat und die aktuellen Umstände erstmal ermöglicht hat. Ich werde aber später, glaube ich, nochmal darauf eingehen, dass es so oder so dazu gekommen wird. Nur Mama Merkel durch diese Öffnung unserer Grenzen das Ganze beschleunigt hat. Und in dem Zuge, November 2015, hat hier, ich glaube, vom gelernt hat sie irgendwie Küchenhilfe, ging da mal durch. Falls sie noch eine andere Bildung hat, einen anderen Abschluss hat als Küchenhilfe, bitte unten in die Kommentare. Mir ist da aktuell keiner bekannt. Auf jeden Fall hat Karin Göring-Eckardt damals halt gesagt, wie unser Land in 20, 30 Jahren denn nach ihrer Vorstellung aussehen wird. Wir sind jetzt 9 Jahre später von dem ganzen Schicksalsjahr und wir sehen aktuell schon, dass das, was sie sich da für 20, 30 Jahre in Zukunft vorstellt, doch auf einem ganz guten Weg ist, wenn man das jetzt aus grüner Ideologie sieht. Und es ist, naja, bunter. Ich meine, es wird immer einfarbiger. Ja, also das Weiße verschwindet, das Braune kommt hoch. Ich weiß nicht, wo da Bunt und Vielfalt herrscht. Auch in einem Kalifat kann ich mir von Vielfalt an Religion und Meinungen auch nicht viel vorstellen. Gucken wir auch gleich nochmal zu. Auf jeden Fall hat sie das damals schon ganz gut beschrieben und wir müssen uns jetzt vergewissern, dass wenn wir weiterhin CDU, SPD, die Grünen, die Linken, Bündnis Sahra Wagenknecht und wie sie alle heißen, wählen werden in Zukunft, dann wird diese Entwicklung, die sie da 2015 für in 20, 30 Jahren beschrieben hat, sich noch weiter beschleunigen, denn die Massenmigration findet ja ungebremst weiter statt und mit den gerade aufgezählten Parteien wird sich daran auch nichts ändern, egal was sie uns da versprechen. Wenn wir da die CDU, CSU nehmen, ich blende jetzt hier nachher nochmal die Wahlplakate ein, die sie uns da präsentiert haben, die sie ja schon auf Arabisch gemacht haben, da in Sachsen war es, glaube ich,
korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und da sehen wir ja, welches Geisteskind auch CDU und CSU sind. Sie sagen uns jetzt, sie wollen da die Migration angeblich stoppen, aber am Ende wird da nichts passieren. Wenn wir immer von Kalifat reden, dann sollten wir uns auch mal anschauen, was ein Kalifat denn überhaupt so ist. Wir sind hier auf Lügenpedia, aber ich denke mal, bei der Beschreibung eines Kalifats kann man die Seite schon zu Rate ziehen. Und somit haben wir ja hier auch eine offizielle Quelle, also können die ganzen woken Linksgrünen ja auch nichts anzweifeln. Als Kalifat bezeichnet man die Herrschaft, das Amt oder das Reich eines Kalifen, also eines Nachfolgers oder Stellvertreter des Gesandten Gottes. Es stellt somit eine islamische Regierungsform dar, bei der die weltliche und geistliche Führerschaft in der Person des Kalifen vereint sind. Bereits Mohammeds Staat Medina basierte auf einem theokratischen Modell. Mohammed, der Religionsstifter des Islam, war somit der Führer der religiösen Bewegung als auch Herrscher über den Machtbereich, in dem diese Religion ausgeübt wurde. Jetzt haben wir hier noch eine Karte, wie das Kalifatreich damals so geschaffen war. Und wir sehen, es ging hier bis Portugal und Spanien hoch. Und da wurde ja zum Glück durch die Reconquista damals das Ganze wieder in ein christliches Land umgeformt. Wie gesagt, die Jungs werden jetzt hier wieder marschieren und ja, könnt ihr euch ja selber mal durchlesen, den Artikel. Im Endeffekt ist da auch nur Blabla drin. Und nach der letzten Demo hat es aber eine Mini-Kundgebung in Hamburg gegeben, nämlich da wurde dann gegen solch ein Kalifat protestiert und das war ein bitterer Reinfall. Und hier scheint die Bild ja auch bitter, fast niemand demonstrierte gegen Kalifat-Islamisten. Und naja, war auf jeden Fall ein Reinfall, da waren ein paar, ich glaube, kurdische Organ hier, viele kurdische Teilnehmer schwenkten Flaggen Kurdistans und von den etablierten Parteien, komischerweise SPD, CDU, Grüne, die ja bei Kampf gegen rechts immer an vorderster Front sind, beim Kampf gegen das Kalifat hat sich da wohl niemand blicken lassen und es kamen auch nur 800 Menschen zusammen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückspringen hier zu unseren Hamburger Demonstranten, ist ja auch die Frage, wo ist denn das Korrektiv, das Berichte schreibt über die Demonstrationen, über die Saalveranstaltung, wo sind die Spitzel des Korrektivs, die sich auf die Saalveranstaltungen dieser Islamisten schleichen und dann berichten über deren Vorhaben, unsere demokratische Verfassungs-, unsere demokratische Regierungsform abzuschaffen. Wo sind sie gewesen? Wo ist die Antifa, die gegen diese Aufmärsche demonstriert? Wo sind die Gender-, Queeren- und Feminismusvertreter, die gegen das Kalifat demonstrieren? Denn im Endeffekt steht doch ein Kalifat, ein religiöser Gottesstaat, gegen all das, wofür sich Queerness, Linksgrüne, Antifa und sonst was alle einsetzen. Die würden, diese ganzen Organisationen würden in einem Kalifat nicht existieren, verboten werden und niedergedrückt werden. Ja, auf jeden Fall ist natürlich jetzt am Samstag interessant zu beobachten, wer sich denen entgegenstellt. Ich denke mal, niemand. Und da hilft dann auch nichts, dass hier der tapfere Grünen-Chef, der ja bekannt wurde hier aus den Karate-Videos gegen AfD-Symbole, und da habe ich auch ein Video zu gemacht und gefordert, jetzt überall blaue Herzen nur so rieseln lassen, um seine Kampagne da ein bisschen entgegenzuwirken. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Auf jeden Fall fördert der jetzt ein Verbot dieser Kalifat-Demos und der dahinterstehenden Vereine und Organisationen. Ja, und einfallsreicher sind die Grünen nun mal nicht. Wenn denen irgendwas nicht in den Kram passt, fordern sie Verbote. Ich hingegen bin anderer Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass man das verbieten sollte, weder deren Vereine noch deren Demonstrationen. Die müssen beobachtet werden, ganz klar, ob da strafbare Handlungen vollzogen werden, die müssen dann geahndet werden. Aber im Endeffekt haben wir eine Meinungs-, eine Religions- und auch eine Demonstrationsfreiheit und das sind hohe Güter, die sollten erhalten bleiben. Ich bin der Meinung, diese Demonstrationen sollten uns alle mal in einen Aufweckprozess transformieren, sodass wir erkennen, was da für eine Entwicklung in unserem Land stattfindet. Gehen wir zurück zu dem guten Katrin Göring-Eckardt, die ja
diese Voraussagen getätigt hat. Und so wird es auch weitergehen, denn die machen mehr Kinder und es kommt immer mehr Nachzug, immer mehr ziehen in unser Land. Dementsprechend werden sich die Mehrheitsverhältnisse ratzfatz ändern und in 20, 30 Jahren ist so ein Kalifat, wenn es so weitergeht, durchaus möglich. Und das muss uns bewusst werden und dann müssen wir zum Begriff der Remigration kommen, wo wir sagen, es kann so nicht weitergehen. Leute, die nicht mit uns leben wollen, die müssen wir halt remigrieren, ganz klar, in Länder, wo es eventuell ein Kalifat gibt, da können sie sich ja dann wohlfühlen. Anders geht das alles nicht mehr. Und was ich auch noch sagen wollte, war ja, dass auch ohne die Grenzöffnung von 2015 das früher oder später gekommen wäre, hätte länger gedauert, aber wie viele meiner treuen Zuschauer vielleicht wissen, ich bin ja in einem Brennpunkt damals in Gladbeck-Gelsenkirchen groß geworden und auch da hatten wir schon einen hohen islamischen Ausländeranteil und da haben die mir das ja schon gesagt, meine Mitschüler sozusagen haben mir ja schon gesagt, worauf es hinauslaufen wird und sie haben recht behalten. Und ich konnte ja auch die Entwicklung bei mir in der Stadt, dass dieser Brennpunkt, in dem ich gelebt habe, immer größer wurde, weil halt diese Vermehrung stattfand, wurde dieser Brennpunkt immer größer. Und letztens hatte ich mit einem Freund noch gesprochen über die Zustände in den deutschen Freibädern oder an den deutschen Schulen, wo es ja auch hier mit der Scharia-Polizei, die ja ein Kalifat beinhaltet, abgeht. Hier könnt ihr mal gucken, Google-Ergebnis hier, Scharia-Polizei an Schulen, kommen lauter erschreckende Nachrichtenseiten und da kann man dann halt auch sehen, die Entwicklung. Und da mit meinem Freund, wie gesagt, habe ich ja gesprochen und wir haben gesagt, die Brennpunkte sind einfach nur größer geworden. Das heißt, auch wenn du jetzt, sage ich mal, vielleicht noch in deinem Dörfchen aktuell dich sicher fühlst und sagst, hier ist die Welt ja noch in Ordnung, warte ab, die Brennpunkte sind immer größer geworden. Aus einem Stadtteil wurden zwei und am Ende ist die ganze Stadt ein Brennpunkt und so wird die Entwicklung rasend weitergehen, denn ich glaube nicht, dass hier durch irgendwelche Verbote da was geändert werden kann. Das ist genauso wie, wenn man die AfD verbietet, hat ja letztens eine Politikerin gesagt, dann hat sie ja das Problem, dass die Wähler noch lange nicht weg sind. So, und die sind nicht weg und wir werden uns nicht wegverbieten lassen, egal wie. Und genauso werden die sich nicht wegverbieten lassen. Das heißt, in dem Fall, wenn wir einen Kalifat verhindern wollen, brauchen wir eine Partei an der Macht in Deutschland, die remigriert. Und daher sollte der Begriff Remigration von seinem Schrecken, der ja durch die Systemmedien und diese Korrektivlüge da über die Wannsee-Konferenz in Potsdam und so weiter aufgebaut wurde, dieser Schrecken von dem Begriff sollte einfach abfallen und wir sollten sagen, die Remigration ist ein Teil, um unsere Gesellschaft stabil zu halten, um unsere Gesellschaft demokratisch und freiheitlich zu halten. Anders sehe ich da keine Möglichkeit drin. Liebe Freunde, gerne eine Diskussion unten in den Kommentaren. Teilt dieses Video, um die Gefahr eines drohenden Kalifats in Deutschland der Masse bewusst zu machen und eine Lösung auch anzubieten für die ganze Sache. Und dann, wie gesagt, Daumen nach oben für das Video, Kommentare unten drunter. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!